Adiambo na timinada adiambo, adiambo mama na timinada adiambo nyarolo, nyarolo. Ich glaube, dass die Goethe-Institute in Afrika eine sehr große Rolle spielen, weil die Intellektuellen und die Kunstszenen hier sehr wenig staatliche Unterstützung erfahren, im Gegensatz zu Europa und Amerika natürlich. Die Geschichte des Instituts verbindet sich mit der Geschichte des unabhängigen, befreiten Kenias. Und es gehört zu der Geschichte des Instituts dazu, stark mit dem Aufschwung verbunden zu sein, der dann in der intellektuellen Szene und in der Kunstszene stattgefunden hat, nach der Unabhängigkeit 1963. Das halte ich für eine sehr wichtige Richtung und ich glaube, das ist schon eine kleine Änderung, kleiner Paradigmenwechsel innerhalb der Arbeit des Goethe-Instituts in Afrika, den ich für sehr wichtig halte. In der Tat gehen wir etwas davon weg, bilateral zu arbeiten zwischen Kenia und Deutschland. Unsere Projekte haben nicht mehr die Notwendigkeit, einen Bezug zu Deutschland zu haben. Unsere Projekte müssen nicht notwendigerweise mit deutschen Partnern funktionieren. When you listen to all the FM stations, you can hardly hear the indigenous Kenyan sound, as I call it. All you hear is hip-hop. Not that hip-hop is bad, but you hear American-based hip-hop. You don't listen to hip-hop with African rhythms. Tabu Ususa ist ein weiterer wichtiger Partner von uns und ich glaube, er ist eine wichtige Figur in der afrikanischen Musikszene und definitiv für Kenia. We try and together we work to discover raw talent and nurture the talent and bring them to the institute to showcase their works. Das Projekt heißt Muziki One Kenya und ist eine Konzertreihe mit einem monatlichen Konzert für Bands und Musiker aus Kenia, die nicht versuchen, europäische oder amerikanische Musikvorbilder zu kopieren, sondern einen starken Bezug zu ihren eigenen Traditionen haben. I only want to encourage the young artists from Kenya that they should learn from examples from the rest of Africa. Eine andere Richtung für uns ist die Zusammenarbeit mit den drei Leuten von Just a Band. Hi, I'm Bill. I'm Daniel. And I'm Jim. And we're just a band. Das ist ein gutes Beispiel für die lokale Szene in Kenia und für Beispiele von Leuten, die auf eine sehr autonome Weise plötzlich eine unglaubliche Kreativität entwickeln. There's a lot of sampling and a lot of playing with computers, so we all do that. But I play keyboards, he plays guitar. Sobald sich irgendwie was Kreatives hier regt, versuchen wir mit den Leuten zu kooperieren, zu sehen, in welche Richtung könnten wir noch gehen. The Goethe Institute commissioned us to do the art exhibition. It was the first ever video art exhibition in Kenya, if I'm not wrong. Yeah, no. I'm wrong? Yeah. Well, it was the first of its kind, I think. It was the first of its kind. Done by a band. Yeah. That narrows it down. Projekte sind häufig sehr langfristig angelegt. Aber nicht nur langfristig, sondern häufig gehen die Projekte, und so sind sie auch geplant, über das eigentliche Projektende hinaus. Denn was wir mit den Projekten wollen, ist Bewegungen anstoßen, Initiativen setzen, die dann weiterlaufen können. Möglichkeiten zeigen, die dann aufgenommen werden können und sich langfristig etablieren. Und ein gutes Beispiel dafür ist das Projekt mit DINA 13 und Gerda König, das in Nairobi vor einigen Jahren stattgefunden hat. Und es ist, glaube ich, wirklich bemerkenswert und ein sehr gutes Zeichen für das Projekt, dass innerhalb des Projektes Tanzgruppen sich gegründet haben von Nichtbehinderten und behinderten Tänzerinnen und Tänzern.
Und diese Tanzgruppen arbeiten immer noch weiter. Das Afrika-Bild im Westen ist von Stereotypen und Klischees geprägt und hat wenig zu tun mit der wirklichen Realität in Afrika. Ich glaube, das ist uns allen sehr bekannt. Und ich merke das selber immer wieder, wenn Partner kommen aus Europa, mit denen wir zusammenarbeiten wollen, die kommen mit den merkwürdigsten Ideen von Afrika. Und es ist entscheidend für unsere Arbeit, dass wir dagegen arbeiten. Wir versuchen, so eine Art von Gegendiskurs dagegen zu setzen und ein realistisches Afrika-Bild zu geben. Natürlich gibt es Giraffen und natürlich gibt es die Slums, aber die Realität ist viel komplexer und diese komplexe Realität versuchen wir zu zeigen. Explizit mit dem Ziel, um dort zu zeigen, hallo, es gibt eine hervorragende Kunstszene in Afrika. Die Leute arbeiten mit Videokunst, Fotografie, Installationen, wie alle anderen internationalen Künstler auch und sind avancierte internationale Player in der Kunstwelt. Das versuchen wir zu übermitteln.